Der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen: Gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. 2. Mose 16, 11 bis 12. Andreas spricht zu Jesus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viel? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Johannes 6, Verse 8 bis 10. Worum geht es in dieser Geschichte, habe ich mich gefragt. Jesus wusste, was er tun wollte: sich um alle kümmern. Aber er wollte Philippus und alle anderen auf etwas hinweisen. Deshalb prüfte er sie. 200 Silberlinge reichten nicht. 5 Brote, 2 Fische reichen nicht. Man müsste eine Selbsthilfegruppe organisieren. Die Menschen müssten lernen, selbst Brunnen zu graben. Nein, sagt Jesus, hier geht es um etwas, das viel tiefer geht. Um etwas, das nicht nur diese 12 bis 15.000 Menschen betrifft. Um etwas, das all die Hörer dieser Geschichte betrifft. Alle Lebenden auf der Erde zu allen Zeiten. Es geht um eine Möglichkeit, die nur Gott hat, die Jesus aber von Philippus und uns allen fordert. Finde es heraus. Das ist dein Start in den Tag. Der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen: Gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin.